So, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Man sieht wenig, aber hallo, ich bin hier. Ich habe mir heute überlegt, noch mal ein paar Last-Minute-Weihnachtskarten mit euch zu gestalten. Das sind zwei Varianten, also zwei Videos, einfach nur wieder um, also für die Leichtigkeit, dass falls ihr die eine Karte machen wollt, dass ihr dann einfach auf ein Video klicken könnt, anstatt dann irgendwie wild zu suchen innerhalb des Videos. Deswegen werden es zwei. Deswegen wird es aufgeteilt. Genau, wie ihr seht, habe ich drei. Also machen wir das dreimal, die Methode. Ich wollte es eigentlich, also ihr kommt gleich darum, warum ich es mit Farbe machen wollte, aber eigentlich wollte ich es mit Farbe machen, aber das ist kein Rot, das ist Pink. Und ich brauche Rot dafür. Deswegen machen wir es anstatt dessen mit Buntstiften. So, und die erste Karte ist wirklich sehr, sehr, sehr simpel. Und eigentlich, also falls ihr rote Farbe zu Hause habt, hätte man ein bisschen was aus dem Daumen gestrichen und dann einfach so einen Punkt auf der Karte gemacht. Aber das machen wir jetzt einfach mit Buntstiften. So, fangen wir gleich mal an. Also, man braucht so ein bisschen seitlich, ungefähr, wenn man das im Blatt sieht, ungefähr auf der, also nicht mittig, sondern ungefähr hier. Ihr könnt es aber natürlich auch mittig machen, also ist vollkommen euch überlassen. Und dann malen wir einen roten Kreis einfach vollkommen aus. Ich möchte da so zwei Sachen ausprobieren. Aber erstmal malen wir einen ganz normalen runden Kreis. Also ich versuche es auf jeden Fall, ihn rund zu machen. Ob das so klappt, ist eine andere Sache. Und dann einfach. Ich versuche es auch so eben wie möglich zu machen, dass es aussieht wie eine Farbe. Aber mit Buntstiften drückt man ja doch immer mal irgendwo ein bisschen doller und ein bisschen weniger. Sieht das ein bisschen aus, als wäre in der Mitte weniger. Ich versuche mein Bestes. So, also hat man jetzt den roten Punkt. Dann könnt ihr jetzt denken, okay, was soll das? Wird es eine Tür? Nein, es wird. Das würde ich nämlich ergänzen mit einem weiteren Stift. Dafür nehme ich jetzt einfach einen schwarzen Fineliner. Das ist grau übrigens. Falschen Stift. So. Einen schwarzen. Jetzt ist schwarz. Schwarzen Fineliner. Und male einen Pfeil dahin. Und dann steht da. Moment. Rudolf. Also wie das Rentier in einem Schneesturm. Ups, halt einfach nur so. So, dann mache ich nochmal den Pfeil ein bisschen genauer. Und dann steht der Rudolf in einem Schneesturm. Und das war die Karte. Also das ist die Karte. Man könnte jetzt denken, okay. Ganz schön simpel, aber ich musste so lachen, als ich das gesehen habe, dass ich das unbedingt mit euch machen wollte, weil es ja auch mega simpel ist. Also wir haben das jetzt hier im Moment. Wo steht die Sekundenzahl, wie ich gerade aufnehme? Sehe ich gerade nicht? Da unten. In 3 Minuten haben wir das geschafft. Also geht es mega schnell. Aber ich versuche es jetzt mal so. Ist es vielleicht ein bisschen zu groß? Deswegen versuche ich es einmal geknickt, was mir besser gefällt. Und versuche so ein Highlight einzubauen. Ich euch gleich, was ich damit meine. Ich weiß nicht, ob ich gerade sehe, was ich damit meine. Also wieder, ich versuche es mal ein bisschen mittiger. So, einen runden Kreis. Und dann, und, auszumalen hier. Wo sieht man auch sehr schlecht. Ich glaube, das muss ich bei der nächsten Karte noch mal ein bisschen dicker und offensichtlicher machen. Also, so. Also in diesen kleinen weißen Punkt, der ist mit Absicht, dass das so aussieht wie so, dass das ein bisschen, ja, nicht natürlicher, aber aussieht wie eine Reflexion. Aber irgendwie kommt das doch nicht so drüber. Deswegen male ich es jetzt wieder. Hat mir dann, und vielleicht kann ich auch aufhören, um überzumalen, sonst wird die Nase gleich ganz schön groß. So, mache ich die mal aus. So, und dann wieder das Gleiche. Ich versuche jetzt nochmal ein bisschen die Schrift. Bisschen schreibschriftiger zu schaffen. Rudolf in einem Schnee. Ist jetzt so. Okay. Dann könnte ich jetzt noch, oder man, wenn man die Karte machen würde, könnte man die jetzt noch so aufmachen und dann irgendwas reinschreiben. So, und jetzt versuche ich das nochmal. Ich knicke ich die? Ich weiß gerade gar nicht, was ich schöner finde. Finde ich das so groß schön oder eingeknickt? Ich glaube, ich versuche nochmal eine große, weil
habe ich dann auch ein bisschen mehr Platz, weil mein Stift ist auch nicht angespitzt. So, dann mache ich nochmal eine große Nase, einen großen runden Kreis. Dann glaube ich mal ein bisschen größer. Ups. Und dann male ich eine große Reflexion. So, irgendwo ist die Kamera. Okay, jetzt sieht man noch nicht. Male ich es jetzt erstmal nochmal aus. Bisschen ASMR für alle, die den Stift hören. So. Ups. So, sieht man das? Ja, das ist jetzt aber zu weit oben, glaube ich. Aber ich glaube, man versteht die Idee. So, so eine kleine Reflexion. So, jetzt mache ich die nochmal richtig rund. Ich glaube nicht, dass man bei einer Nase irgendwie übergemalt hat. Also wenn man diese Nase im Gesicht hat. Und dann nochmal. Rudolf. In einem Schneesturm. Und auch lustig. Jetzt überlege ich, ob ich da jetzt nochmal eine Schneeflocke habe ich nicht. So, dann ist das jetzt diese drei Versionen. Das wär's dann. Version? Ja. Einmal diese kleine, die eingeklappt ist, damit man da nochmal was reinschreiben kann. Rudolf in einem Schneesturm Nummer 1. Dann haben wir die normale Karte mit dem roten Punkt. Rudolf in einem Schneesturm 2. Und dann haben wir die mit der Reflexion. Die finde ich, glaube ich, am schönsten. Also für meinen Geschmack. Und das ist Rudolf in einem Schneesturm 3. Und ich glaube, diese Reflexion macht es auf eine Art irgendwie natürlicher und vielleicht ein bisschen mehr wie so eine Nase. Genau. Aber die Nase, die hat doch immer geleuchtet, oder? War das nicht Rudolfs Ding, die immer geleuchtet hat? Ich glaube, dann mache ich noch so gelbe Striche. Ich weiß gar nicht, ob man die jetzt auf Kamera sieht. Nö, einfach gar nicht. Aber hier zum Beispiel, da zum Beispiel habe ich jetzt so einen Strich gemacht. Damit das einfach noch dieses Leuchten visualisieren soll. Oder wenn man das so sieht, ist natürlich eine andere Frage. Das sieht jetzt mehr aus wie eine Sonne. Okay. Obwohl, doch, es gefällt mir. Okay, also das könnte man auch noch machen, wenn man Lust hätte. Ja, Stift jetzt einmal zur Seite. Genau, das wären so die ersten Weihnachtskartenidee oder die erste Weihnachtskartenidee, die ich gesehen habe, Kamera, wie funktioniert das? So, stelle ich nochmal hier zum Schluss hin. Den Stift werden wir da wirklich richtig schön. Moment. So, jetzt. Genau, das ist so die erste Variante, die ich gefunden habe und die ich mal ausprobieren wollte. Ist ein bisschen so wie so ein kleiner TikTok-Hack, weil das habe ich auf TikTok gefunden. Genau, ich finde, wie gesagt, das mega gut. Ich glaube, ich mache davon auch noch zwei für meine Weihnachtsgeschenke, die ich habe. Vielleicht sieht es auch ein bisschen besser aus, wenn man so weniger davon hat. Nee, aber eigentlich, glaube ich, mag ich die Großkarte. Genau, also eine Weihnachtskarte oder Weihnachtskarte Nummer 1. Falls man diese ausprobieren möchte, schickt uns gerne Bilder, falls ihr es getan habt, auf unser Instagram-Account. Und dann würde ich mich für heute, man sieht nichts, hallo, würde ich mich für heute schon verabschieden. Und wir sehen uns, also für mich ist immer noch heute, aber im nächsten Video seht ihr Versuch Nummer 2. Und da machen wir was mit einem Tannenbaum. Also, ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich auf jeden Fall, das jetzt gleich auszuprobieren. Und dann noch einen schönen Tag und frohe Weihnachten.